Jo, Leute, ich mache es diesmal anders. Diesmal nehme ich jetzt das Ende zuerst auf, bevor ich gleich weiterspiele. Ich möchte das nämlich jetzt schon fertig haben, soweit. Wir haben die Untersuchung soweit abgeschlossen. Jetzt können wir hier eigentlich überlegen. So. Wer hat Sir Bromsby ermordet? Wer hat Horace Fowlett ermordet? Wer hat Johansson ermordet? Wer hat Veronica Davenport ermordet? Wer hat Jeffries ermordet? Wer hat Hunter ermordet? Ah, sie haben nicht alle Fragen. So, hier müssen wir nicht alles richtig machen, deshalb machen wir einfach weiter. Viel Spaß jetzt mit der Aufklärung des Mordfalls. Mr. Holmes, Dr. Watson, ich bin so erleichtert, dass sich alles geklärt hat. Der Inspektor teilte mir mit, dass Sie in diesem Fall nicht so nützlich waren, wie Sie hofften, aber Sie haben Ihr Möglichstes getan und dafür bin ich Ihnen dankbar. Der gute Lestrade. Nun, der Inspektor reduzierte meine Rolle in dieser Angelegenheit absichtlich, damit ich Ihnen ein Geheimnis enthüllen konnte. Ich wünschte, James, ich meine Lieutenant Harrington, könnte jetzt hier sein, aber... Er musste leider in einer dringenden Sache nach London. Aber... Wie konnten Sie das wissen? Wissen ist mein Geschäft, Mrs. Bromsby, deshalb kann ich Ihnen auch vom Fall des silbernen Ohrrings erzählen. Alles begann an diesem traurigen Nachmittag, an dem Ihr Geburtstag gefeiert werden sollte und der mit dem vorzeitigen Tod Ihres Vaters endete. Miss Bromsby, Sie haben Ihren Vater nicht ermordet. An diesem Tag küsste ich Ihre Hand und nahm nicht die geringste Spur von Schießpulver wahr. Ich entdeckte hingegen Pulverspuren an der zweiten Seitentür, die beweisen, dass der Schuss von dort abgegeben wurde. Sie wurden nicht bei dieser Tür gesehen. Aber wohin ging der Mörder nach dem Schuss? Jeder, der durch den Seiteneingang hinausgehen wollte, fand ihn verschlossen vor. Zeugen und anderen Beweisen zufolge konnte keiner der Gäste der Mörder gewesen sein, da sie sich alle im Ballsaal befanden. Niemand konnte durch den Dienstboteneingang hinaus und Spuren bestätigen, dass niemand über die Treppe entkommen konnte. Die Fenster in der Küche sind wie im ganzen Haus vergittert, stellen also auch keine Fluchtmöglichkeit dar. Hat er sich also in Luft aufgelöst? In der Tat verließ eine Person den Ballsaal und ging zum Küchenflur. Er traf sich sodann mit seinem Komplizen, der kein geladener Gast war. Dieser Komplize war professioneller Schauspieler, der unserem fehlenden Gast ähnelte und wie er gekleidet war. Dieser Gast versteckte sich im Schatten einer Statue und wartete auf seinen Moment. Inzwischen spielte der Zwilling seine Rolle im Ballsaal und lieferte dem Mörder so das perfekte Alibi. Als der Mörder den Applaus hörte, verließ er sein Versteck, zielte, feuerte den Schuss ab und traf sein Ziel. Es ist wichtig zu wissen, dass die Funktion des Schauspielers auf dem Gut wohl vorbereitet war. Er sicherte sich den Zutritt, indem er vorgab, ein französischer Oberkellner zu sein. Dank dieser Stellung konnte er die anderen Bediensteten überreden, lange Tischdecken zu nutzen und die Tische höchst merkwürdig anzuordnen. Nach dem Schuss mischte unser Schauspieler sich erst unter die Menge und kroch dann, versteckt unter den Tischen, zur anderen Seite des Raums. Als er an der Seitentür ankam, kroch er unter den letzten Tischen hervor und tat so, als wäre er zu Boden gestoßen worden. Beim Aufstehen hielt er sich an einem Stuhl fest, wobei ein kleiner Fetzen seines schmutzigen Handschuhs hängen blieb. Als er bei der Tür ankam, die vom Mörder zugehalten wurde, verwendete er ein vorher verabredetes Klopfzeichen und wurde eingelassen. Er ging durch den Korridor, während sein Partner die Tür weiterhin zuhielt. Der Schauspieler entledigte sich seines Kostüms und warf es in den Müllschacht. Er stahl zwei Flaschen exquisiten Whiskys und schlich nach draußen. Der Mörder wartete einige Minuten, um, kurz bevor sich die Aufregung legte, in den Ballsaal zurückzukehren. Daher haben wir ein Verbrechen, das von jemandem begangen wurde, von dem alle schwören, er sei im Raum gewesen, als der Schuss fiel. Aber das stützt meine Schlussfolgerungen. Richard ist Schauspieler und jeder schwört, Grimble sei im Saal gewesen. Zwar hatte ich einen anderen Ablauf vor Augen, aber Holmes, Sie müssen zugeben, unsere Schlüsse stimmen überein. Überdies ähneln sich beide Verdächtige in Größe und Auftreten. Ihre Theorie unterstellt, dass Grimble ein ausgezeichneter Schütze ist, was nicht stimmt. Sie nimmt ebenso an, dass Sir Bromsby die Veruntreuungen entdeckt hatte, was Grimble ein Motiv lieferte. In Horace Fowletts Haus befand sich jedoch ein unwiderlegbarer Beweis, dass weder Grimble noch Richards schuldig waren, das Kissen. Aber in Horace Fowletts Haus gab es kein Kissen. Nichtsdestotrotz besaß er eins und benutzte es auch. Als ich in seinem Haus ankam, glaubte ich ihn bereits tot.
Deshalb war die Nachricht seiner überhasteten Abreise keine Überraschung. Die Beweise in seinem Haus und die Aussage seines Nachbarn ließen auf Folgendes schließen. Am Abend seines Todes hatte Mr. Fowlett Besuch von einem Mann, der ihm exotischen Tand verkaufen wollte. Während dieser Mann Mr. Fowlett ablenkte, schlich sich ein zweiter Mann in das Haus und versuchte, den Safe zu öffnen. Dieses Individuum kannte sich im Haus aus und wusste, wo der Safe zu suchen war. Als er ihn nicht öffnen konnte, wurde er wahrscheinlich so wütend, dass er Mr. Fowlett ermordete. Dieses Individuum, Miss Bromsby, war ihr Cousin Wyatt Collins, der unter dem Namen Johansen nach England zurückgekehrt war. Und was hat es mit dem Kissen auf sich? Fowletts Kissen war verschwunden. Dr. Watson entdeckte später in dem Zugabteil, dass der Mann benutzte, der sich für Fowlett ausgab, eine Feder dieses Kissens. Aber warum nahm der Betrüger das Kissen mit und warum fiel es dem Bahnhofsvorsteher nicht auf? Mr. Fowlett war klein, aber wohlbeleibt. Um ihn zu imitieren, benutzte der Mann das Kissen, um das Erscheinungsbild eines korpulenteren Mannes nachzuahmen. Es gibt keine andere Erklärung. Dieser Mann war schlanker als Mr. Fowlett, Mr. Grimble oder Mr. Richards. Wer, Holmes, hat dann Sir Bromsby ermordet? Und aus welchem Grund? Wenn man es mit mehreren Morden zu tun hat, Lestrade, gibt es fast immer zwei Hauptmotive, Rache und Gier. Wyatt Collins' Gegenwart in Fowletts Haus sagt uns, dass das Motiv etwas mit Bromsbys Wohlstand zu tun hatte. Er war aus genau einem Grund dort. Er wollte Bromsbys letzten Willen stehlen, sodass er wenigstens einen Teil des Vermögens erben würde. Wenn sein Onkel gestorben wäre, ohne dass ein Testament aufzufinden wäre, hätte er nach englischem Gesetz ein Anrecht auf einen Erbanteil. Aber wenn mein Cousin in seinem Vorhaben scheiterte und der Beweis meinen Namen reinwäscht, obwohl ich Erbin bin, warum wurden mein Vater und mein Cousin dann ermordet? Außerdem werde ich morgen meine Verlobung bekannt geben und bald vermählt sein. Warten Sie mal, Holmes. In Ihrer Argumentation steckt ein Fehler. Es gibt nur einen Schlüssel für die Tür der Zementfabrik und unseres Wissens hatte Grimble ihn in seinem Besitz. Deshalb muss er direkt in den Mord an Johansen, ich meine Collins, verwickelt sein. Ist das wahr, Lestrade? Mr. Richards sagte mir, dass es einen zweiten Schlüssel gäbe, der aber verschwunden sei. Und haben Sie den Mord an dem Kellner Hunter vergessen? Ein junger Mann ohne Vorstrafen, dessen einzige Interessen Malen und Blumen waren. Warum wurde er kaltblütig ermordet? Und warum gab es kein Anzeichen gewaltsamen Eindringens in seine Wohnung und keinen Diebstahl? Ganz einfach, er musste sterben, weil er anwesend war, als ihr Vater ermordet wurde. Aber warum Hunter? Was hat er gesehen oder gehört? Und vor allem, wie kam er in den Besitz des silbernen Ohrrings von Miss Veronica Davenport, der Hauptdarstellerin des Fairfax-Theaters und Dwight Richards Mätresse? Ich ertrage das nicht länger. Ich bin ganz benommen. Würden Sie bitte endlich enthüllen, wer meinen Vater ermordete? Der Mörder? Er wird gleich bei uns sein. Ich verstehe Ihre Ungläubigkeit, aber es war mir nie ernster. Sie müssen wissen, dass die erste Person, die dieses Zimmer betritt, der Mörder Ihres Vaters ist, Miss Bromsby. Und ich werde unwiderlegbare Beweise für seine Schuld erbringen. Guten Tag, Gentlemen. Dass Sie London verließen, war eine weise Wahl. Der Nebel dort ist unerträglich. Aber Lavinia, meine Liebste, was ist denn? Sie weiß es. Aber wie... Ich meine, was denn? Was weiß sie? Ich verstehe nicht. Wovon reden Sie denn nur? Oh doch, Sie verstehen sehr gut, Mr. Harrington, und Sie auch, Spencer. Oder sollte ich Mr. Jeffreys sagen? Erklären Sie sich, Mr. Holmes. Was für ein unglaubliches Missverständnis. Ich habe Miss Bromsby soeben die Wahrheit über den Mörder ihres Vaters enthüllt. Aber ich kann die Geschichte gerne noch einmal von Anfang an erzählen. Es begann vor mehreren Jahren. Mr. Bromsby zwingt seinen Neffen Wyatt Collins, England zu verlassen und nach Südamerika zu gehen. Sein Hass wird von der Undankbarkeit geschürt, die er bei Sir Bromsby bemerkt. Wurde die Karriere seines Onkels nicht mit dem Geld seiner Mutter finanziert? Collins glaubt, Melvin Bromsby hätte ihm auf ewig dankbar zu sein und wäre somit verpflichtet, seinen Lebensstil zu finanzieren und ihm alle Wünsche zu erfüllen. Das wäre also unser erster Täter, Wyatt Collins. Dann haben wir Sie, Mr. Harrington. Sie waren auf der Militärakademie ein glänzender Student und hervorragender Schütze, nicht wahr? Sie waren die einzige Person beim Empfang, die geübt genug war, mit diesem einen Schuss Sir Bromsbys Leben beenden zu können. Während meiner Untersuchungen erfuhr ich, dass ehemalige Offiziere der Armee Ihrer Majestät gerne für administrative Posten angeworben werden.